damit herzlich willkommen zum 5. Adventskalender-Türchen. Heute wollen wir uns mal um den Slash-Scoreboard-Befehl kümmern. Wie ihr seht im letzten Part, also gestern, haben wir hier das hier fertig gebaut. Diesen kleinen Regenbogen-Partyraum. Und jetzt machen wir den Slash-Scoreboard-Befehl. Erstmal der Slash-Scoreboard-Befehl. Bei diesem Slash-Scoreboard-Befehl kann man Sachen erstellen, also sozusagen einen bestimmten Wert erstellen, wo man dann etwas drauf speichern kann. Wie zum Beispiel Scoreboard Objectives Add und sage ich zum Beispiel mal YouTube. Und dann möchte ich einfach mal jetzt Dummy haben. Genau, jetzt habe ich nämlich ein Scoreboard erstellt. Und zwar ist das das Scoreboard YouTube. Wir schnappen uns mal einen Command-Block, weil den werden wir sicherlich gleich noch brauchen. Und genau. Jetzt machen wir einmal slash Scoreboard. Und jetzt sehen wir, wir können mit dem Scoreboard viele verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel hinzufügen, wir können auflisten, wir können modifizieren, wir können einen wegmachen oder Set Display machen. Und ich möchte jetzt zum Beispiel mal Set Display Sidebar und dann der Scoreboard. Wo ist er? Da, YouTube. Genau. Jetzt müssten wir den rechts sehen, den Scoreboard. Aber komisch, wir sehen da noch gar nichts. Und zwar müssen wir nämlich dazu slash Scoreboard Players set. Somit setzen wir von irgendeinem Spieler. Jetzt könnt ihr euch selber zum Beispiel ein Scoreboard einfach hinzufügen. Bei YouTube zu 1. Dann sehen wir rechts TH zockt YouTube 1. Wenn wir jetzt aber irgendwelche Sachen irgendwo drauf speichern wollen, wie zum Beispiel irgendein Wert von einem Timer, wahrscheinlich werden wir wohl morgen dann einen Timer programmieren. Wenn ihr jetzt darauf irgendwas speichern wollt, dann setzt da niemals euren eigenen Spielernamen ein, weil es kann ja sein, dass ihr zum Beispiel gerade nicht da seid. Ihr könnt da zum Beispiel irgendeinen anderen Spieler eintragen, wie zum Beispiel Timer Safe oder so. Jetzt sehen wir, Timer Safe hat 1. Ist ja alles schön und gut. Das Problem ist nur, wir können auch Timer Safe 2 setzen oder so. Die Sache ist halt nur, dass es einen Spieler geben könnte, der Timer Safe heißt. Deswegen setzen wir dann vor solchen Sachen immer ein Hashtag. Jetzt hat nämlich Hashtag Timer Safe nämlich einen Score von 2. Aber wir sehen ihn nicht. Also wir sehen ihn rechts nicht. Das ist nämlich so, dass nämlich dieses Hashtag ist nämlich eine Sache, die man nämlich abspeichern kann, aber es wird trotzdem nicht angezeigt. Also es ist dann kein Spieler, der dann diesen Score hat, sondern einfach nur ein bestimmter Wert, den wir dann sozusagen festgelegt haben. Wie eine Variable kann man sich das circa vorstellen. So, wie wollen wir jetzt aber herausfinden, welchen Score Timer Safe hat? Das geht ganz einfach, wir können nämlich Scoreboard Players Get und dann Hashtag Timer Safe und dann YouTube und wir sehen, Hashtag Timer Safe hat bei YouTube 2. Genau. Ja, jetzt kommen wir nochmal dann zum nächsten und zwar können wir ja auch bei Players zum Beispiel Enable Get List Operation Remove Reset und Set machen. Mit Reset können wir ganz einfach von irgendeinem Spieler was zurücksetzen, zum Beispiel von mir, können wir den Score von YouTube einmal zurücksetzen und jetzt bin ich nicht mehr drin und das ist auch alles resettet. Dann können wir zum Beispiel auch Remove. Jetzt machen wir mal Timer Safe, nicht Hashtag Timer Safe, sondern Timer Safe YouTube. Genau. 1, so. Somit ziehen wir dann nämlich ab. Wir können nochmal 1 abziehen und dann sind wir jetzt sogar schon im Minusbereich. Und ja, Minusbereich geht auch. Genau. Dann können wir zum Beispiel auch noch List machen. Bei List können wir zum Beispiel mal THZOG machen und dann sieht man, bei welchen Scores ich irgendwo was habe. Und wie man sieht, Open Chest habe ich 133, Partikel 59, Normal Delay 0. Das ist jetzt alles erstmal nicht wichtig. Wir brauchen halt Scoreboards für verschiedene Sachen. Wie zum Beispiel sowas.
Genau. Na, warte. Na, da, 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 da. Falls ihr es normal sehen wollt. So, falls ihr es normal sehen wollt, hier ist es normal. Also, das ist halt so, was man mit Scoreboards machen kann. Also man kann wirklich viele verschiedene Sachen machen. Wenn man auch einer meiner Streams mal gesehen hat, ich habe so einen Timer gecodet. Läuft halt auch über Scoreboard. Also hier. Genau. Das ist halt so ein Timer, der da so unten steht. Ja, also. Sowas werden wir vielleicht coden, aber dann in einer einfachen Variante. Also nicht so, wie er jetzt da unten steht. Genau. Also wahrscheinlich, wo werden wir das morgen coden, weil wir haben jetzt ja mehr über das Scoreboard jetzt gemerkt und gesehen und herausgefunden. Und da ist ein Ozeantempel, genau. Ja, und somit würde ich mich auch verabschieden. In diesem Video. Falls ihr noch mehr vom Scoreboard sehen wollt, könnt ihr mir gern in die Kommentare schreiben oder auf Discord schreiben. Ich werde wahrscheinlich wohl kein Video noch mal mehr rüber dazu machen, vielleicht noch mal nach dem Adventskalender. Auf jeden Fall kann ich noch mal Fragen von euch auf jeden Fall beantworten. Aber das sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die man so für ein Scoreboard braucht. Also würde ich mich verabschieden und sage tschüss.